als nächstes möchte ich den Tom nach vorne bitten und er spricht über das Thema, was wir heute schon angesprochen haben, Erster Weltkrieg. Ja, dieses Meditieren um 20 Uhr ist vielleicht nicht für jeden. Das heißt, es gibt Leute, die lieber im Bett mit einer schönen Frau oder einem hübschen Buben die Zeit verbringen. Okay. Also, es ist keine Pflicht zu meditieren. Aber zum heutigen Thema. Heute ist der Tag des Zorns und der Trauer. Denn genau heute, vor 100 Jahren, wurde in dieser Stadt der Krieg erklärt und wenige Tage später schon die erste serbische Stadt, Šabac, erobert. Diese Kriegserklärung war nicht die einzige mögliche Antwort auf das Attentat von Sarajevo. Sogar nach der Ermordung regierende Kaiser und Präsidenten muss nicht zwangsläufig der nächste Weltkrieg ausbrechen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Kennedy. Nach seiner Ermordung, wo der Attentäter ganz deutliche Verbindungen zu Kuba und der Sowjetunion hatte, ist es zu keinem Dritten Weltkrieg gekommen. Also, der gute alte Kaiser Franz Josef, er musste nicht durch seine Unterschrift den Weltkrieg auslesen. Das heißt, meine Folgerung ist, er wollte das tun und dadurch Millionen seiner Untertanen zum Abschlachten freigegeben. Die Machteliten in ganz Europa erwiderten natürlich diese österreichische Initiative und das war der Erste Weltkrieg. Es waren keine Roboter, die in den folgenden 4 Jahren an den vielen Fronten verstümmelt oder umgebracht wurden, sondern das war dein Urgroßvater, dein Großvater, dein Opa, während deine Uroma mit ihren Kindern alleine gegen die Hungersnot kämpfte, spielten Stabsoffiziere Computerspiele mit dem Tod ihres Mannes. Danke. Es ist ja ein trauriges Thema. Okay. Noch nach 3 Jahren des Massenleids, also 1917, gab es keine großen Revolten gegen diesen Krieg. Mit einer einzigen Ausnahme. Das war der russischen Revolution. Nach dem Herauswurf der russischen Machtelite hat Lenin den Krieg einseitig gestoppt. Das ist bekannt, historisch absolut bekannt. Und zwar so, dass man dem Deutschen Reich die ganze Ukraine übergeben musste. Das war der Frieden von Brest-Litovsk. Lenin hat darauf gedrängt, dass man unbedingt den Krieg stoppen soll, und zwar noch in dieser Stunde. Heute wird dieser Lenin als Unmensch verteufelt und dafür die damaligen Kriegsherren als Helden gefeiert. So geschehen heuer in Frankreich durch den sozialistischen Präsidenten François Hollande. Die feiern wirklich den großen Sieg in diesem Krieg, wo sie natürlich in den nachfolgenden Krieg wieder alles verloren haben. Die feiern das mit Inbrunst, auch die Sozialisten in Frankreich. Warum kennen die heutigen europäischen Politiker den Ersten Weltkrieg nicht als das erkennen, was es wirklich war? Das Massenabschlachten von ganzen Völkern ohne Sieger. Diese Rede und diesen Hass zum 100. Jubiläum bin ich meinem Opa schuldig, verstümmelt an der Piave, und dem zweiten Opa, gestorben in Galizien, und allen Frontsoldaten, und das waren 30 Millionen, und ihren Familien, das waren mehrere hundert Millionen, die wirklichen Opfer von diesem Krieg waren. Ja, leider ist die heutige Zeit nicht so friedlich, aber Sie wissen, Gaza, Ostukraine,
Wir sollten wirklich darauf drängen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Danke.